Und ich habe das mit schier unbeschreiblicher Monotonlogigkeit vorgelesen. Die Logik bitte nicht herausstellen. Also ja, okay. Zurück zur Normalität. Ha, ha, ha. Ich verfluche dich! Birte. Hier haben wir Birte. Und hier haben wir Auro. Und da haben wir Biss. Ich frage mich, ob hier ein Opa drin ist, der sein Gebiss sucht. Ha, ha, ha. Okay, gut. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mit dem Satz überhaupt erzielen wollte. Ich wusste nur, dass mir mein Hals schon wieder wehtut. Und ich habe noch nicht gegähnt. Und wo ich das gerade erwähne, will ich gerade wieder anfangen zu gehen. Aber das mache ich nicht. Was ist passiert? Du warst hypnotisiert. Und hier. Aufwecker. Und hier. Ein Pokémon. Flüchten. Wir müssen leise sein. Wir wollen die Geister nicht verschrecken. Buhu, lass mich in Ruhe. Das hat sich gereimt. Der Text aber nicht, den sie eigentlich gesagt hat. Roswitha. Roswitha. Das ist so ein spanischer Name, oder? Roswitha? Roswitha? Das klingt zumindest so ansehnlich, so spanisch. Roswitha. Ich meine, ich hätte irgendwann mal in so eine Art Musical, wo so den Namen Roswitha gehört. Roswitha, Rosita, Rosanna. Nein, Rosanna war es nicht. Da wäre ja direkt Einspruch dagegen erhoben worden, weil Diskrimination und so. Wer? Was? Wo? Das heißt, wieso, weshalb, warum? Oder wer? Das heißt, wer wie was? Ja. Das wäre wie was, das kann doch immer in der Sesam. Kann das in der Sesamstraße? Es kann auf irgendein Programm. Wer wie was? Wer wie was? Wieso Bischof, warum? Ein Geist! Nein. Ah! Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Mikrofon gerade eben dermaßen übersteuert hat, dass ich den Part wahrscheinlich im Ton rausschneiden muss. Ah, Mist, deshalb weiß ich nicht mehr, wie die hieß. Ah, shit. Schnell, schnell, ich will Namen wissen. Ich will deinen Namen. Paula. Die Paula ist nicht nur die Kuh, ja, die macht auch noch Mu. Das war doch irgendwie so, oder? Paula die Kuh? Ja, also die haben mir echt die bescheuertsten Namen rausgesucht. Also das muss man Nintendo hier mal echt, loben? Kann man das loben? Ja, das kann man loben, die bescheuertsten Namen rauszusuchen für Frauen. Also das ist definitiv so. So. Wie heißt du denn? Es gibt kein Entkommen. Gut. Ich habe eine Konfirmandin, die heißt mit Nachnamen Ruth, aber nicht mit Vornamen. Wann nennt man bitte schön? Also ich kenne echt keinen, der mit Vornamen Ruth heißt, oder? Oder ich kenne gerade einen und mache mich wieder unbeliebt. Oh, die will nicht kämpfen. Oh! Du hast einen geschützten Bereich betreten. Die Pokémon von Anna wurden geheilt. Schutzband. Und du? Komm her, ich habe diese Stelle mit weißer Magie versiegelt. Du kannst dich hier ausruhen. Ich will auch weiße Magie erlernen. Dann brauche ich keine Heiltränke mehr. Sam. Von Jamie? Jamie. Ja, okay, also Frauennamen Jamie.
Ist das nicht eher ein Männername? Jamie. Das ist ein Männername, definitiv, das ist ein Männername. Hä? Oh. Buh! Buh! Ich hab's von hinten angegriffen! Und das war die Mareike? Okay. Ich kann ja noch verstehen, wenn man Marike oder sowas als Name gibt, aber Mareike? Ey, machst du mich Mareike? Okay. Das ist genug gelacht. Sehr, sehr viel genug gelacht. So. Nugget. Ein Nugget. Wir haben aber jetzt genug Geld. Mittlerweile. Und ich habe Besuch bekommen. Nein, nicht ich. Aber ich vermute, meine Schwester ist wieder da. Gib mir deine Seele! Okay. Brunhilde. Ja, wenn mir jemand jetzt begegnet auf der Straße, die Brunhilde heißt, der würde ich auch misstrauen. Meine Schwester macht ganz schön viel Lärm. Wir haben das Apollo gewonnen. Ich glaube, die Geister geben auch alle Spezialangriffspunkte. Und ich wette, ich irre mich gerade total und verskille mein Evoli. Also mein Aquana jetzt. Und für uns erstmal hier unten Sonderbonbon. Nein, X-Treffer. Mein X-Treffer. Ich habe dich x-mal getroffen. Okay. Ich brauche nicht deine Seele. Ich brauche dein Blut. Die Stimme tut verdammt weh. Marika. Also Mareike und hier Marika. Also, wie gesagt, Marika kann ich ja noch verstehen. Jetzt muss ich auch bei der Meinung bleiben. Ich wusste gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht mal, dass Marika ein Name... Oder warte doch, Marika? Doch, klar. Oder? Marika? Doch, Marika heißt jemand. Ja, ich kenne jemanden, der heißt Marika. Glaube ich zumindest, dass sie so Marika heißt. Ich kann mich doch sehr schnell irren. Okay. So. So, Level 32. So, Nebulak. Bist du auch locker? Wohl Nebulak. Nebulak. Kalubin. Wenn ich ein Kind habe, das nenne ich Kalubin und dann lasse ich es von Geistern beherrschen. Hahaha. Uhu, okay, gut, der war super schlecht. Wo bin ich? Im Geisterturm. Und hier kommt. Buh, 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 buh. Aber keiner von denen setzt ein Buhu ein. Das ist schon sehr interessant. Alle nur Nebulacke. Marianne. Okay, der Name ist noch vertretbar. Ja. Noch. Ich denke, der kommt aber auch bald aus der Mutter. Marianne. Ist ja im Prinzip nur eine Zusammensetzung aus Maria und Anne. Und, ja. Das ist ja dann wohl ganz normal. Das finde ich okay. Marianne darf man heißen. Ja, also. Ihr dürft eure Kinder Marianne nennen. Obwohl, mach's lieber nicht. Ich glaube, die werden dann nur noch gehänselt in der Schule mit dem Namen. Das hatten wir schon so oft. Seid doch mal etwas kreativer, Nintendo. Also die Namen sind ja schon gut. Hannelore. Ha! Also. Hier haben wir den Beweis. Die Nintendo GmbH vertritt definitiv die CDU. Ich finde das absolut nicht okay, was das geht. Ich bin froh, dass ich diese Sendung erst heute rausbringe, nachdem die Wahlen schon gelaufen sind. Weil das hätte also einer Definitierung Wahlbeeinflussung gelten können, wenn man dieses Spiel hier spielen würde. Weil es kann nicht sein, dass man... ich hoffe, jeder von euch weiß, wer jetzt...
die nächste Landesministerin wieder sein wird. Hannelore Kraft. Ja. Und dann packt man eine Hannelore hier in den Geisterturm als Besessene. Das finde ich ist extrem politisch anstößig. Das geht absolut nicht. Also wenn ich die SPD wäre, ich würde eine Anzeige dagegen machen gegen Nintendo. Weil das kann nicht sein. Das ist eine definitive Wahlbeeinflussung. Irgendetwas hat mich verlassen. Und ich wette, die SPD hätte mit mehr Stimmen erreichen können. Ich habe sie gar nicht selbst gewählt. Hahaha. Okay. Es war ein böser Geist, der Besitz von mir ergriffen hatte. Ich wette, es waren die Grünen. Okay, also genug über die politischen Themen und kommen wir zurück zum Sonderbonbon. Nein. Okay, Entschuldigung. Ich fand das jetzt einfach nur witzig. Das, was sie gesagt hat, das passte irgendwie jetzt perfekt. Vielleicht hatten die Nintendo-Hersteller nicht ganz unrecht oder unüberlegt gehandelt, als sie der Person den Namen gegeben haben. Vielleicht nicht so ganz. Okay. Verschwindet, Eindringling. Wer ist denn da? Unsichtbar. Unsichtbar! Wir müssen jetzt gegen einen Aquana kämpfen. Wieso müssen wir gegen einen Aquana kämpfen? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Ja, ich weiß eh, dass du ein Aquana bist. Entschuldigung. Los! Ja, zeig dich, Aquana. Ist ja gar kein Aquana. Hä? Ist ein Knogger. Ich muss ganz kurz unterbrechen. So, und da sind wir schon wieder und weiter geht's. So, Knogger. Also ich versuche gerade so ein bisschen Bossmusik aufzubringen. Ich hoffe, das war, hat euch sehr gefallen, diese ganz kurze, Komposition vom Maestro Einogard. Das habe ich übrigens gerade ganz, in der kurzen Pause hier, komponiert, mit Kompost. Nein, auch ohne Kompost habe ich das geschafft. Der Geist war die rastlose Seele der Mutantes Tragosso. Und ja, und ihre Seele hat jetzt Frieden gefunden. Und sie ist in das Jenseits eingekehrt. Ja, genau, das wollte ich mal kurz klarstellen. Das ist jetzt nicht der rechte Zeit dafür. Um O zu sagen. Entschuldigung. Was willst du hier? Warum bist du hier? So philosophische Fragen von Team Rocket-Mitgliedern. Ach ja. Wenn nur alle aus Team Rocket so philosophisch wären, dann würden sie alle wie Kant werden. Nee. Doch. Sie würden ihre Gegner mit ihren Worten verwirren. Und diese Gegner können tun, das war ein Anti-Beispiel, Purenta. Ich wollte gerade noch weiterreden. Nein, ich werde Pokémon nicht wechseln.